Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Blood Omen Legacy of Kain. Ich weiß nicht, wie lange ich darauf warte, dieses Spiel endlich Let's Playen zu dürfen. Ich könnte heulen vor Freude. Ich habe es endlich hingekriegt, dass das hier alles soweit läuft. Ich hoffe auch, dass es zu keinen Macken kommt. Also vom alten PC lief es damals nicht. Ich habe es getestet, ich bin noch über die ersten Sequenzen auf jeden Fall hinausgekommen, weiter als damals. Und ja, ich wollte zumindest mit den beiden PlayStation 1 Spielen, also den ersten beiden Teilen dieser wunderbaren Reihe beginnen. Natürlich jetzt erst mit Blood Omen. Und ja, es ist ein sehr, sehr altes Spiel, muss ich vorweg schon mal sagen. Es, ja, ist an manchen Stellen ein bisschen brutal für Kinder. Deswegen sollte man das vielleicht als Kind nicht unbedingt gucken. Ich meine, ich habe es zwar damals gemacht, aber eher aufgrund der Voraussetzung, dass meine Großmutter mir immer gesagt hat, dass sowas wäre. Also das ist wie Tomatensauce. Deswegen. Ne? Aber das interessiert ja keinen. Ich würde sagen, wir starten das wunderbare Spiel. Und ich werde mich extra ausnahmsweise mal bei diesen Sequenzen muten, weil ich konsequent immer mitrede. Ich kann die ersten Texte, ich könnte die jetzt sofort aus dem Stegreif einfach weitererzählen, aber ist das schöner, wenn wir uns das Ganze direkt anhören. Also, viel Spaß bei der Anfangssequenz. Die magische Aktivität, die von höchster Bedeutung ist, ist die Schaffung eines neuen Äons. Um es deutlich zu sagen, wenn es unerlässlich ist, muss der ganze Planet mit Blut getränkt sein. Ruf deine Hunde! Hier wartet ein Leichenschmaus auf sie! Weil du den Kreis im Stich gelassen hast, bist du hiermit verflucht. Malek vom Geschlecht der Sarafan. Auf die Freuden der Fleischeslust musst du von nun an verzichten. Dies ist von nun an dein Schicksal, verfluchter Krieger. Du bist in alle Ewigkeit unser. So soll es sein.
Wir schließen gleich. Mach dich lieber auf den Weg, Fremder. Was? Nicht einmal einen Becher Ale für einen müden Reisenden, der vom fernen Chorhagen kommt? Eine große Belohnung erwartet dich, denn ich bin von Adel. Ich lasse in diesen finsteren Zeiten für niemanden geöffnet. Mit Einbruch der Nacht lauern Dinge, die kein Normalsterblicher erleben will. Und so ging ich von dannen. Mir war kalt an Herz und Seele. So ging ich die Straße entlang, durch die lange, finstere Nacht. Ja, und da sind wir nun im Spiel. Mit der Anfangssequenz an sich können wir vorerst noch nicht viel anfangen. Ich könnte es erklären. Problem ist, wenn ich es erklären würde, würde ich spoilern. Problem ist, nicht nur dieses Spiel, sondern alle anderen Spiele gleich mit. Es gibt insgesamt 5, rein theoretisch ja 6, aber das eine Spiel gehört halt nicht zu dieser Reihe mit. Das Spiel zwar irgendwo in dieser Welt, hat aber mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun. Also, die Rede ist hier von Northgard. Das Spiel, was 2015, 2016, vielleicht auch vorher noch. Ich weiß nicht genau, wann es rauskam. Ich hatte von dem Spiel auf jeden Fall nichts. Nun gut. Wir werden jetzt einfach mal hier aus dem Gasthaus raustreten. Wir kriegen ja hier nicht mal Bier, Ehl, Met, was auch immer. Kriegen wir einfach nicht. Das well. Ist er. Und wir werden ja auch einfach mal, mir nicht sehen, nichts angegriffen. Hey, Victor! Dieser Spruch, wie Victor, ist Kane, so heißt der Hauptcharakter hier, ist ein Leitspruch. Ihr werdet diesen Spruch öfters hören. Und für die, die sich fragen, was es heißt, es wird zwar noch erklärt, heißt aber, das ist Latein und heißt, wehe den Besiegten. Wusste ich vorerst auch nicht. Erst durch dieses Spiel hier. Und ja. Hey, Victor! Eigentlich ist es fast egal. Hey, Victor! Da sind wir tot. Ende. Jetzt. War Victis, wehe den Besiegten. Ironie des Schicksals, dass ich jetzt leide. Nicht so profanes wie körperliche Schmerzen. Eher die grausame Qual ohnmächtiger Wut, den Durst nach Rache. Egal ob in Himmel oder Hölle, ich wollte nur meine Peiniger. Manchmal bekommt man, wonach man verlangt. Der Totenbeschwörer Mortanius hat mir die Gelegenheit geboten, Rache zu üben. Und ich, Thor, habe die Gelegenheit ergriffen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Nichts ist umsonst. Nicht einmal Rache. Du wirst das Blut bekommen, nachdem dich dürstet. Ich erwachte in einem neuen, schmerzhaften Dasein, im feuchten Schoß der Finsternis und des Verfalls. Ja, wir sind jetzt in einer Krypta. Und ja, wir betätigen einfach hier mal den Schalter. Das Gute ist, dass ich hier den Controller selbst einstellen konnte. Denn dieses Spiel ist eigentlich für PS1 und PC rausgekommen. Ich spiele hier die PS1-Version, die ich ja auch auf CD habe und das deswegen über Emulator spielen kann. Deswegen ist das hier auch auf Deutsch, weil das war mein Problem damals. Ich habe jahrelang nach einer deutschen Version von Blood Omen gesucht. Es gab aber keine ROMs, die auf Deutsch waren. Und wenn, haben sie nicht funktioniert. So,
Und dann habe ich mir irgendwann für teuer Geld dieses Spiel hier gekauft, ich glaube. 70, 80. Heute ist es, glaube ich, noch ein bisschen teurer, wenn ich es im normalen Laden kaufen würde, wenn es das noch geben würde. Davon mal ganz abgesehen. Ich habe das Gefühl, davon wurden nur 3 Stück produziert manchmal. So selten, wie ich das Spiel gefunden habe. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ja, Emulator wieder runterladen, vielleicht funktioniert es ja. Und es funktioniert und es funktioniert einwandfrei. Deswegen kann ich jetzt hier auch mit Analogstick spielen. Und kann jetzt halt auch mehr als nur ein Part aufnehmen, ohne dass mir halt die Finger wehtun, weil auf der PS1 muss man das mit Steuerkreuz spielen. Juhu! Welch eine Freude. Nicht. Der Zufluchtszauber ermöglicht mir, mich in meine Gruft zurückzuziehen, wo ich mich in der Erde meines Grabes regenerieren kann. Dies tue ich oft, wenn ich schwach bin und Nahrung brauche. Ja, wir werden den Zauber wahrscheinlich nicht gebrauchen. Das Herz der Dunkelheit soll dem mächtigsten Vampir überhaupt, Janus Audran, entrissen worden sein. Es stellt untotes Vampirleben wieder her. Es kann beliebig oft eingesetzt werden, verbraucht aber dabei magische Energie des Anwenders. Leben ist wertvoll. Zu dieser Erkenntnis kam Janus, als es ihm pulsierend und blutig aus dem Leib gerissen wurde. Diese Fiole enthält ein düstres Gift, das meine Lebenskraft erhöht. Diese alten Machtsymbole enthalten magische Energie, die meine Fähigkeiten erhöht, Energie zum Anwenden von Zaubersprüchen zu speichern. Okay, so. Aber. Im Grab finden geschwächte Vampire Zuflucht. In diesem schattigen Grab kann ich ruhen. Also das hier sind quasi die Speicherpunkte. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll. Wer braucht es? Ich hoffe nur, dass es auch wirklich speichert. Nicht, dass ich das Spiel hier heute durchspielen muss. Könnte es ausprobieren, mache es aber nicht. Weiß ich mir nie, ob ich beim letzten Mal gespeichert hatte, provisorisch, oder ob ich einfach nur bis hierhin gespielt habe, zu gucken. Denn wir können leider auch dieses Laufwerk halt nicht drin lassen, weil wenn ich mal ein externes Laufwerk dran lasse, bevor ich den PC runterfahre, beziehungsweise hier hochfahre, fährt er nicht mehr hoch. Weil er dann denkt, das Laufwerk hier, das Hauptlaufwerk, oder wie auch immer man das genau beschreibt. Die Welt hatte sich für mich verändert. Ich erwartete vom Licht keine derartige Grausamkeit. Das Sonnenlicht spendete mir keinen Trost, gab mir nur Verderbnis. Mit der Zeit wurde dies nur noch schlimmer. Wenn der Regen kommt, sollten Vampire vor der Säure des Wassers Schutz suchen. Guck jetzt gerade mal. Erinnert von dieser Draufsicht so ein bisschen an Diablo. Klein, ganz bisschen. Okay. Eine Stunde ist nur vergangen. Aber ich guck lieber. So. Hallo, da runter. Ekelhafte Skelette. Und wieder die Totengräber. Hey, Victor! Ja. So.
Diese Skelette haben einfach nur Spaß, im Kreis zu laufen. Scheiße! Geht doch. So, brauchen wir gerade nicht. Ich verschwinde einfach Leben. So. Also ich werde, das sage ich vornherein, ich werde dieses Spiel nicht auf 100% spielen. Huch. Weil es dauert einfach zu lange. Also das Spiel an sich ist nicht lang, aber ich habe keine Lust, in jeden einzelnen Dungeon reinzugehen. Weil entweder liegt es an meiner Spielweise oder man findet hier einfach sehr wenig Herzen der Dunkelheit. Und deswegen... das ist... Okay. Diesen seltsamen Dingern geht Energie aus. Mit ihnen kann man seinen menschlichen Gegnern das Fleisch von den blutbefleckten Knochen reißen. Denn das ist eigentlich an sich das einzige Spiel, bei dem ich ab und an tatsächlich cheate. Und das ist einfach nur für die Lebenspunkte. Weil es halt manche Kämpfe gibt, wo es vonnöten wäre. Und halt einfach um für die Bosskämpfe, die es dann hier gibt, die Herzen zu sparen, weil sie ja auch gleichzeitig dafür da sind, um wiederbelebt zu werden. Und es gibt 4 Kämpfe mindestens, bei denen es wichtig wäre, die Herzen zu haben. Deswegen bunker ich die meistens. Bevor ich da gleich dann gehatet werde, warum ich denn den Cheat benutze. Ich werde versuchen, ihn nicht zu oft zu benutzen. Aber ich werde ihn benutzen. Und da lasse ich mir auch tatsächlich ausnahmsweise mal nicht reinreden. Denn ich habe es auch schon ohne... da wusste ich noch nicht mal, dass es sowas gibt. Doch, da habe ich einmal zufällig. Da dachte ich aber, ich hätte einfach nur wild auf die Tasten drücken und wüsste die Tastenkombination eh nicht. Ich habe es ohne schon durchgespielt und ohne ist es schon verdammt schwer. Finde ich. Weil ich bin einfach nur zu blöd für das Spiel. Aber ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Wo ich denn da? Aha, okay, ich hatte auf dem zweiten gespeichert. Okay. Ja, das ist schon mal gut, weil dann kann ich den ersten nämlich quasi als Safe für uns nehmen und die Card 2 ist dann für mich zu Hause. Denn meine Memory Card ist tatsächlich voll, die ich hier habe. Voller geht's gar nicht. Da sind aber auch noch Spiele wie Italian Job, Medieval, das Original. Ja gut, Soul Reaver ist noch mit drauf. Ich glaube, alle Teile Final Fantasy, die es bis 9 gab. Ne, der 6. ist nicht mehr drauf. Den 6. habe ich aber auch nicht auf PlayStation 1. Hunger und Schwäche können mich nicht davon abhalten, Rache zu üben. Ich werde meine Peiniger finden und sie dorthin schicken, wo ich herkam. Okay. Es gibt hier irgendwo, es gibt hier irgendwo Gräber, an denen man was lesen kann, aber das waren nicht die hier. Well. Was ist das für ein Krieg? Da ist er! Tötet ihn! Ich dachte, du wärst tot, du Bastard! Nimm das, du Hund! Wenn wir dich einmal niedergemacht haben, können wir das jederzeit wieder tun! Ihre spöttischen Gesichter hatten sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Für diesen Augenblick hatte ich die Schwelle des Todes überschritten. Ich hatte nur noch eines im Sinn.
Nun töte ich. Nichts erfüllt einen mit größerer Genugtuung als Rache. Nun, da meine Mörder tot sind, ist meine Suche beendet. Dies ist noch nicht vorüber, Kain. Diese Dummköpfe haben den Mord nur ausgeführt. Sie sind nur Werkzeug. Du musst ihre Meister suchen. Gehe zu den Säulen. Finde einen Weg in die Festung des Geistes. So. Sehr schön hoch. Ich bin immer noch bei den Richtungstasten so ein bisschen. Hier verübten meine Mörder ihre blutige Tat. Zu den Bewohnern hier sollte man nicht zu freundlich sein. Sie sollten meine Klinge kosten und ich ihr Blut. Ziegstuchel. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Entwickler hier so ein bisschen ans Bayerische bzw. Österreichische und so weiter da ein bisschen dran gehalten haben. Ah, nein, ich will hier weg. So. Und wie Kain oder Kain ja schon gesagt hat, hier ist unser Ort des Massakers gewesen. Huch! Klar, jetzt ist es natürlich voll besucht. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Da kommen wir noch nicht weiter, da müssen wir später rein. Irgendwann mal. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Ich dachte, ich will es in ihr 100% haben, aber ein bisschen was ich dann schon finden. Das ist das meiste eh. Du wachst morgen nicht mehr auf. Du bist jetzt hingeschieden. Eine Schnellvorspurtaste wäre manchmal ganz sinnvoll. So, hier ist auch noch ein schönes Gebäude. Also tagsüber laufen die hier tatsächlich im Dorf rum. Aber nachts sind sie uns schutzlos ausgeliefert. Da haben sie keine Chance gegen uns. Die Ladezeiten sind ein bisschen... Ja, ihr seht jetzt, es ist gerade... Oder es wird jetzt gerade Tag. Früher Morgen. Hey, Victor! Der Totenbeschwörer hatte mich nicht über die Folgen meiner Wiederbelebung aufgeklärt. In meiner Hast fragte ich allerdings auch nicht danach. War sein Geschenk ein Fluch? Ich wollte bei den Säulen Antwort suchen. So, ja, die Säulen sind eigentlich der eigentlich der Mittelpunkt der Spiele. Kann man zumindest so sagen. Nee. Sehr, sehr schön. Jetzt du noch. Hey, Victor! Ach, so. Geht doch. Wir müssten ja auch bald da sein. Hey, Victor! Ah, okay, es kommt noch ein. Ein Bildschirm kommt noch. Ja. Hey, Victor! Die Säulen von Nusgott.
Selbst als ich noch lebte, hat mich ein Anblick selten so bewegt. Es wunderte mich, dass eine solche Schönheit in unserer sterbenden Welt zu finden war. Ich kann mich in diesem Anblick gar nicht satt sehen. Well. Wenn das Tageslicht das Dunkel der Nacht vertreibt, schwindet die Macht der Vampire. Ja, aber nicht bei uns. Wir sind ein übermächtiger Vampir. Nupraptor, dein Wahnsinn hat unsere Träume zunichte gemacht und dich geblendet. Weiche von mir, oder ich schicke dich umgehend in die Hölle zurück, Geist! Ich fürchte nichts mehr, Vampir. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Ariel, das Gleichgewicht des Kreises der Neun. Allerdings habe ich die Antworten, nach denen du suchst. Ich suche nur Heilung. Gegen den Tod gibt es kein Mittel. Erlösung ist jedoch möglich. Dazu musst du den Zauber brechen, der auf Nosgoth liegt. Nur so kann Frieden geschaffen werden. Die neuen Wahrer der Hoffnung hatten geschworen, ihre Macht zur Rettung der Welt einzusetzen. Diese Säulen sind nun von einem Verräter gefährdet worden. Der von dieser Bestie an mir begangene Mord hat meinen geliebten Nupraptor in den Wahnsinn getrieben. Nun verbreitet er im Kreis Elend und Schmerz. Dadurch wird Nosgoth in seinen Grundfesten erschüttert. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Die Säulen von Nosgoth müssen wieder gefestigt werden. Mich kümmert nicht das Schicksal dieser Welt. Aber dein eigenes, Kain. Hüte dich vor dem Unausgesprochenen. Nupraptor hat in seiner blinden Rachelust gedroht, Nosgoth zu zerstören. Jedes Mitglied des Kreises war an die Säule gefesselt, der es diente. Die Säulen spiegelten den Geisteszustand ihrer Diener wider. Als die Geister des Kreises immer schwächer und schwachsinniger wurden, fielen die Säulen schließlich in sich zusammen. Um sie wieder aufzurichten, mussten die Mitglieder des Kreises sterben und das Artefakt, durch das sie an die Säule gebunden waren, zurückgegeben werden. Erst wenn alle Säulen zerstört wären, würde mein Fluch aufgehoben, sagte Ariel. Und so begann meine Jagd auf Nupraptor. Ja, das wird schön, nach Nupraptor zu suchen. Diese Leuchtfeuer dienen mir als Orientierungshilfe, wenn ich in Fledermausform unterwegs bin. Habe ich mir einmal ihren Standort eingeprägt, kann ich immer wieder dorthin zurückkehren. Als Fledermaus kann ich ohne Mühe große Entfernungen zurücklegen. Ganz Nosgoth ist mir damit zugänglich. Jungs! Hey, Victor! Und hier kommen wir in die erste Gruft. In die erste Gruft außerhalb unserer. Wie ihr seht, ist es hier ganz schön dunkel. Dunkel, düster. So, speichern wir hier nochmal. Nein! Ich wollte doch nur... So, ich würde aber sagen, wir machen diesen Teppich erst in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao!